Hallo, ich möchte eine kurze Stellungnahme über die derzeitige Lage hier in Deutschland abgeben, die insbesondere unsere Unternehmen auch betrifft und damit unsere Mitarbeiter und uns selbst als Unternehmer. Die deutschen Kurorte, Hotels, Restaurants und Wellnesseinrichtungen sind in ihrer Existenz bedroht. Wir Betreiber dieser Einrichtungen haben wirksame Hygienekonzepte. Niemand konnte uns bisher nachweisen, dass wir die Gesundheit unserer Kundschaft bedrohen. Im Gegenteil, unsere Branche sorgt für die Gesunderhaltung der Bevölkerung. Ich fordere von der Politik die Verantwortung für unsere Gesundheit zurück. Ich fordere die Politiker auf, unseren über Jahrhunderte entstandenen Systemen zu vertrauen. Die Finanzämter und unsere Hausärzte zum Beispiel sind besser in der Lage, die jetzigen Anforderungen zu erfüllen als hastig zusammengezimmerte Systeme der Bundesregierung. Auch die Vielfalt der Wissenschaft und Medien muss geachtet werden. Wissenschaftler und Journalisten dürfen von der Politik nicht einseitig für die Durchsetzung ihrer Strategien missbraucht werden. Dies gefährdet unsere Demokratie in einem unerträglichen Ausmaß. Wir Bürgerinnen und Bürger bezahlen den Staat und die Politiker. Wir haben ein Recht auf umfassende Information. Wir brauchen Transparenz der Regierungstätigkeit und Rechenschaftspflicht der Politikerinnen und Politiker. Meine Branche, Gaststätten, Hotels, Kurorte, der gesamte Tourismus fordert seit Jahresbeginn einen Plan und das schnelle Ende der Lockdowns und Shutdowns. Meine Aufforderung an die Politik: Geben Sie uns die Verantwortung für unsere Gesundheit zurück und beenden Sie Ihren Schlingerkurs mit einem Plan für unser Land, der auf Vertrauen und Zusammenarbeit beruht. Eine schöne Zeit wünsche ich allen. Tschüss.